willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, dem einen oder anderen schlauen Kopf mag jetzt auch von, wir sind jetzt nicht mehr an unserem Felsvorsprung wie beim letzten Mal bei der einen Pigmentmalerin oder. Ich weiß es nicht mehr, die letzte Aufnahmesession ist lange her, was war das? Egal. Ich habe mich ein bisschen weiter fortbewegt in dieser Welt, denn. Ich will das jetzt ein bisschen kompakter halten und. Den Langhals von den Toten zu erwecken, könnte mir helfen. Was ist das so für eine Maschine? Dämonische Plünderer. Solange es nur ein Plünderer ist, ist es für dich okay. Oder ist es was anderes? Ein ist Langhals. Nicht ganz so okay. Was hat ihn wohl zu Fall bringen können? Ey, Leute. Sie sind unkaputtbar. Ey, Leute, ich wollte gerade über den Langhals reden. Mann, das hast mir gerade alles vorweggenommen. Mann. Gut. Er liegt schon sehr lange so. Aber die Plünderer sind noch nicht fertig. Das mag die Aufgabe dieser Folge sein. Ich habe mir gedacht, wir werden in dieser Folge mal den Langhals hier wieder in Stand setzen und mal gucken, ob wir ihn aber auch überbrücken können. Denn im Moment steht er ja ziemlich still. Und wir wissen ja aus dem Hauptspiel, dass die Langhälse, dass die eigentlich nicht zu Fall gebracht werden können. Könnt ihr das mal bitte lassen? Ja, sehr nett. Ich bin mehr als bereit für dich. Komm doch! Ich denke, dass du irgendwie eine Chance hättest. Oh Gott. Okay, ich habe ganz vergessen, dass die einen Buff drauf haben, wenn die dämonisch sind. Oh shit. Oh shit. Lass doch bitte dann. Wow. Okay, dann nutze ich meine Zeit nur. Dann müssen wir es leider tun. Oh Gott. Oh Gott. Der ist ja richtig wild in diesem Modus. Der ist nicht unbedingt schlecht. Ein bisschen Spannung. Komm her. Und schau. Da ist ja noch so ein Typ. Nein. Weißt du was? Ach, fehlt. Oh Mann. Das gibt's ja gar nicht. So. Und so. Aber lieber Plünderer, das soll es gewesen sein. Ist da noch so ein Tutti? Ist ja noch jemand? Okay. Ja, Vögel und Plünderer, das wird jetzt langsam ein bisschen übertrieben. Hallo. Danke. So. Zersprengerpfeile. Wo seid ihr, meine lieben Freunde? Wo sind die wirklich? Du bist ja auch da, hey. Was jetzt? Sind wir durch? Nein, natürlich nicht. Wo ist der Dulli? Hallo? Hi. Ah, hat's hochgezielt. Getroffen. Sehr schön. Und was? Das war's mit dir. So, sind wir jetzt endlich hier durch? Plünderer. Das war der letzte. Sehr schön. Ich möchte mal scannen, wie beschädigt der Langhals ist. Nee, zuerst hole ich mir die epischen Items hier. Dann können wir uns um den Langhals kümmern. Ah, hätte ich sonst noch irgendwas? War das noch ein Plünderer mit so einem epischen Zeug, oder nicht? So ein wieder den Stuff. Scheinbar nicht. Egal. Der Langhals ist wirklich komplett eingefroren. Kommen wir da irgendwie hoch? Wir müssen den doch irgendwie reaktivieren können, oder nicht? Denk an die Sommersonne, wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Denk an die Sommersonne. So, ciao mit dir. Denk an die Sommersonne, Eloy. Ja, das ist es.
Kann ich da denn? Ich könnte rein. Oh Gott, das ist kein. Oh, Tede! Und sehen, was er findet. Ja! Ey, Leute, das solltest du. Du hast mir gerade ordentlich Schaden genommen. Ah, da müssen wir doch irgendwie hochkommen, oder nicht? Hoch zu seiner Satellitenschüssel. Zu seinem Satellitenschüsselkopf. So, Rüstung ist wieder aufgeladen, das finde ich sehr schön. Langhals. Es wurden wohl drei große Teile rausgerissen. Wenn ich sie alle finde, kann ich ihn vielleicht reaktivieren. Und drei große Teile. Alles klar. Finde das Langhalsteil Arai. What? Stabilisiere und Stellantrieb. Okay, aber es ist ein Arai. Ja gut, wir finden das auf jeden Fall. Markiert habe ich es, finde ich sehr schön. Kriegen wir hin. Ja, yep, das kriegen wir hin. Wo ist das jetzt auf der kompletten Karte verteilt? Und das hier? Okay, dann wollen wir das mal abklappern hier. So, hier, 140 Meter, sollten wir rein theoretisch hinkriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle diese Teile bewacht sind. Bin ich mir fast sogar sicher. So, Ele, wir kollern hier mal den Berg runter, das können wir ja ziemlich gut. Obwohl wir jetzt eigentlich in der Sommersonne, wie du es vorher schon angeschnitten hast, mehr gewohnt sind. Das finde ich ja mega stylisch hier. Ohne Scheiß, das ist gerade Grafikporno auf dem, mit dem Eis. Oh, ja, hi! Ja gut! Ich habe dich nicht gesehen, Kumpel! Ich bin nicht da, verschwinde! Nein, bin ich... Oh Gott, ich will den nicht. Ohne Scheiß, nein. Ohne Scheiß, ich habe überhaupt keinen Bock auf den. Warum läuft der mir gerade nach? Was ist denn überhaupt los? Verarschen? Keiner aus Interesse. Ist wahrscheinlich überhaupt keine gute Idee, was ich jetzt gleich mache, aber... Wir haben noch diese wunderbare neue Waffe bekommen. Taugt die, was? Oh shit, die taugt nix. Die taugt überhaupt nix, oh Gott! Zerspreier! Pfeile! Halt! Oh Gott! Okay, bin weg! Hey, da! Rutsch mal runter! Weiter runter! Produzier mal bitte nach. Ich muss den mit einem Zersprengerpfeil treffen, sonst wird er nichts. Willkommen, mein lieber Wächter. Lass mich mal in Ruhe hier. Runter hier. Wir kämpfen auf dem Eissee, das ist epischer. Wir frieren den ein. Er hat Feuer, das würde mir fliehen ein. Oh Gott! Sehr geil! Au! Ohne Shit! Ich muss deine Kanonen loswerden, wird das nichts. So! Oh Gott, geilo! Sag mal her, Kumpel! So, jetzt können wir reden! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, Kumpel, jetzt können wir reden! Wie geil ist das denn? So, Kumpel, jetzt können wir mal richtig reden hier! Und bumm! Ja, lass exploden! Explodet das Zeug? Oh Gott, das Zeug explodet! Wie geil ist das denn? Okay, die Waffe behalte ich! Oh Gott, krass! Das ist gar nicht bewegungsgesteuert, ne? Ich hab noch 7 Schuss. Wir nehmen das mit, ohne Scheiß. Das ist ja mal mega stylisch, die Waffe, ohne Scheiß. Der ist tot, also mehr wie tot geht nicht. Ich gehe hier gerade mal niemanden aus dem Weg. Willst du wirklich? Also kannst du hier kommen. Also ich hab doch gerade kein Problem. Ich hab noch 7 krasse Kugeln in meiner Knarre hier. Die behalte ich, solange wie es geht. Leute, ich bin die Neue und ich bin bewaffnet. Hi! Willst du wirklich? Ja, komm doch! Oh Gott, oh shit, das hat nicht wirklich was gebracht! Wo kommt hier denn so ein Dulli? Ja, komm, wenn du kämpfen willst, komm her!
Kirsche. Ey Leute, bitte nicht beim Stein hängen, das wäre sehr asozial. Warum mache ich gerade Kampfmusik? Langer Stabilisator. Der Langhalsteile. Schwer. Oh Gott! Ja. Komm her! Plündererherz! Das ist doch auch ganz nett, oder? So, jetzt mal ganz gekonnt die Klappe. Danke, mein lieber Wächter. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da sind... Snipern! Schnapp ihn mal! Ja, ohne Scheiß! Der Kampf, den wir vorher hatten, von dem einen Typen, wo wir die Wumme geklaut haben, ich will nochmal so eine Maschine. Ich will nochmal so eine Knarre klauen, das war ja mal mega stylisch. Ohne Scheiß, ne, wirklich. Da sind ja noch mehr Brüder, was ist denn los? Concentration! Ah, aua! Tja, Elo, Treffen ist auch noch eine Sache, ne? Fuck! Das war's, Freunde. Sieht interessant aus. Langhälse sind robust. Langhälse sind auf jeden Fall robust, Elo. Du wüsstest. Du hast doch schon im Hauptspiel gesehen, was Langhälse alles aushalten. So, ein letztes Teil. Da ganz oben. Och Gott, das wird ein Adlerfight. Ich sehe das doch jetzt. Ein Fuchs. Ja, hi, Freundchen. Oh, Scheiße, ich finde das gerade so stylisch. Ich liebe ja Winterlandschaften. Also, die Leute, die es nicht wissen, ich liebe Winterlandschaften. Der Langhals war ihnen vermutlich heilig. Ich liebe Winterlandschaften, ohne Scheiß. Ich finde das gerade so wunderschön hier. Mit dem Schneesturm und so weiter. Also es ist kein wahrer Sturm, es ist eigentlich nur so ein Schneetreiben, aber ich finde es einfach nur mal so wunderschön. Einfach wie das Gewand, die Rüstung von Aloy einfach beschlägt mit dem Eis. Es ist einfach nur, ah, schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich liebe Winterlandschaften, ohne Scheiß. So, wie kommt man denn da jetzt hier legal rüber, hm? Gibt's da einen vorhergesehenen Weg, oder... Muss ich jetzt hier rüber climben? Also mir ist beides recht. Ich kann auch klettern. Überhaupt kein Problem. Aloy kriegt das hin. Na gut, wir sind geklettert. Okay. Nee, ihr wollt jetzt so? Das könnte hilfreich sein. Nein, das hier. Kann ich das mal lassen? Hallo! Ich komme gar nicht zum Spannen, was ist denn los? Und der erste ist down! Sehr schön. Alter, ich komme hier gar nicht mal zum Spannen des Bogens. Nee, da braucht noch mal. Hallo? Freund! Was mit dir, Kumpel? Nicht ganz runterrollen, das ist nicht mehr ganz so schlau. Okay. Wir haben genug Knorke. Ah, da ist dann noch so ein Dulli. So nix. Ah, das hab ich. Da hab ich verrissen. Sniper! Easy! So, das war's mit dir, Kumpel. Und der hat das letzte Teil. Sehr schön.
Ich sehe schon. Finde ich auch einfach auch wunderschön, dass wir das jetzt einfach so geschafft haben. Finde ich gut, okay. Aber wenn wir das Zeug jetzt einfach mal einbauen in den schönen Langhals hier, mal gucken, ob wir ihn so wieder zum Leben erwecken können. Weil der ist ja wirklich komplett in Eis eingebaut. Kann der sich dann selbst befreien oder so? Das, ich bin mehr gespannt. So. Das passt. Muss nur funktionieren. Joa. Das passt. Muss nur funktionieren. Gut gemacht, Rede. Au! Da ging es tiefer runter als gedacht. Sehr gut. Ja, sieht doch besser aus als vorher. Joa. Da war ein Loch, weiß jetzt keins mehr. Okay, ich glaube, ich muss einfach nur seinen Stromfluss wiederherstellen. Sein Stromfluss? Wenn es schief läuft, merkt's wenigstens keiner. Ja gut, okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn überbrücken können. Aber schon, Aloy, du schaffst das. Ein wenig Strom sollte helfen. Schon wunderschön, ja. Der wird nicht mal merken, dass ich angreife. Ich bin auf Rücken des Langhalses. Ich sehe doch schon, wo ich hin muss. Oh Gott, das geht sich nicht aus, das geht sich nicht aus, das geht sich nicht aus. Oh Gott, 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 Gott. Ich werde es trotzdem riskieren. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen. Nee, das geht sich nicht aus. Oh Gott! Ja, von hier aus müsste es sich rein theoretisch ausgehen, aber wenn er noch... Da drüben ist noch so eine Stelle. Ich werde vor ihm da sein. Natürlich läuft er darüber. Ich werde vor ihm da sein. Kein Problem, krieg ich hin. Er sagt, kriegen wir hin. Komm schon, ey Leute, ehrlich, komm schon. Wir müssen auf den Rücken des Langhalses um ihn. Müssen wir jetzt nochmal überbrücken? Wir haben ihn doch gerade überbrückt. Komm mal, Krauser, kommst du? Nein. Und jump! Gefriert. Der Boden. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Kriegen wir hin. Wir brücken den Langhals. Wir müssen uns tatsächlich nochmal überbrücken. Nice, okay, das wollte ich gerade nicht riskieren, aber hat doch schon funktioniert, finde ich sehr gut. So, hier einmal hoch, Aloy. Hoch, danke, sehr schön. Hier, sehr schön, hoch, Aloy. Zieh die hoch, meine Dame. So, Langhals, du bist mein! Den Langhals zu befreien, sollte die Aufmerksamkeit des Veras erregen. Nice. So, dann haben wir diese Quest wirklich abgeschlossen. Finde ich sehr schön. Dadurch ist die Karte auch deutlich mehr aufgedeckt, ne? Also, ja, die Karte ist wirklich deutlich mehr auf... Was ist das denn? Ach, das sind diese wunderbar schönen Seen, ne? Da müssen wir auf jeden Fall hingucken. Ich liebe diese bunten Seen, ne? Müssen wir auf jeden Fall hingucken. Okay, aber das soll es mal gewesen sein mit dieser Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch Stufe 51? Ja gut, okay, ich dachte 50 ist Max-Level, aber egal. Ja, lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und noch ein nettes kleines Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, Rian sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!